Hallo, willkommen zu Mathematik macht Freunde und Freude. Ich bin Coach Laura und das ist mein Lernzyklus zum Thema Sachaufgaben, Satz des Pythagoras. Am Ende dieses Lernzyklus kannst du aus Textaufgaben die wichtigsten Informationen des Satzes des Pythagoras herausfiltern, den Satz des Pythagoras auf verschiedene Beispiele und Sachaufgaben anwenden, den Satz des Pythagoras mit deinem bisherigen Wissen vernetzen und sogar eigene Textaufgaben erstellen. Falls du jedoch grundlegende Informationen zum Satz des Pythagoras suchst, schau dir bitte den Lernzyklus meines Kollegen Coach Fabian an. Dort findest du vieles Interessantes über den Mathematiker Pythagoras selbst, den Satz und wie man überhaupt zu der Behauptung kommen konnte, dass das Quadrat der Hypotenuse gleich der Summe der Kathetenquadrate ist. Waren das zu viele Fachwörter auf einmal? Dann schau auf jeden Fall noch einmal bei Coach Fabian vorbei. Er wird dir da gut helfen können. Wenn du dir aber denkst, easy, dann höre dir mein folgendes Problem an. Am Weg nach Hause spaziere ich immer entlang des Floridsdorfer Wasserparks. Nach all den Jahren bin ich diesen Weg so gewohnt, dass ich ihn auch im Schlaf gehen könnte. Ich gehe also immer denselben Weg. Zunächst nehme ich den 288 Meter langen Weg entlang des Parks nach Westen, um dann im rechten Winkel dem 34 Meter langen Weg nach Süden zu folgen. Eines Tages begleitet mich eine Freundin am Weg nach Hause und wollte durch den Park gehen. "Das ist doch viel kürzer", sagt sie. Für mich war dieser Weg jedoch neu und ich konnte es nicht glauben. Hatte meine Freundin recht? Bin ich schneller, wenn ich durch den Park gehe? Kannst du mir diese Frage vielleicht schon beantworten? Wie lange ist mein gewöhnlicher Weg und wie lange ist der mir neue Weg? Versuche zunächst selbstständig zu lösen. Greife auch gerne auf dein ganzes Wissen zurück. Drücke dafür jetzt kurz auf Pause. Hast du es geschafft? Lass es uns einmal gemeinsam durchdenken. Ich zeichne dir hier noch einmal die Angabe auf. Das hier ist mein alter Weg. Wir haben die 288 Meter, diese Seite nennen wir A. Und die 34 Meter, diese Seite nennen wir B. Dann kommt noch der Weg meiner Freundin hinzu. Das nennen wir C. C ist hier die Hypotenuse, weil sie dem rechten Winkel gegenüber liegt. Das heißt, mein alter Weg ist eigentlich die Summe der Katheten, A und B. Wenn wir diesen nun berechnen wollen, rechnen wir also 288 plus 34. Das sind also 322 Meter. Ein ganz schönes Stück zu gehen. Wir können hier aber auch einen Antwortsatz schreiben. Der wäre nun, mein alter Weg ist 322 Meter lang. Wie lange ist aber nun der Weg, den mir meine Freundin empfohlen hat? Um das nun herauszufinden, müssen wir also auf den Satz des Pythagoras zurückgreifen. Kannst du dich noch erinnern, wie der geht? Schreibe ihn jetzt in ein Heft auf. Ich gebe dir hier noch einmal die Angabe. Wir haben die Seite A mit 288 Metern, die Seite B mit 34 Metern und dem gesuchten C. Schon herausgefunden, wie der Satz des Pythagoras geht? Genau, C² ist gleich A² plus B². Wir brauchen hier aber nun die Seite C ohne dem Quadrat. Das heißt, wir können hier direkt die Wurzel ziehen. So erhalten wir also c ist gleich die Wurzel aus a² plus b². Hier setzen wir nun unsere Längen ein und erhalten c ist gleich die Wurzel aus 288 zum Quadrat plus 34 zum Quadrat. Tippe das nun in deinen Taschenrechner ein und du erhältst 290. Genau. Also folgt daraus: Mein Weg ist 322 Meter lang, der Weg meiner Freundin ist 290 Meter lang, das heißt also, mein Weg ist um 32 Meter länger. Wie bin ich darauf gekommen? Ganz einfach, ich habe die 322 minus den 290 gerechnet und erhalte die 32 Meter. Sie hatte also recht, meine Freundin. Plus, der Weg durch den Park ist viel schöner. Wir haben nun also den Satz des Pythagoras in einer Sachaufgabe angewendet. Wie könnte jetzt jedoch die konkrete Textaufgabenstellung dazu aussehen? Denke kurz darüber nach,
welche Informationen ich dir zu Beginn dieser Aufgabe übermittelt habe und worauf ich schlussendlich hinaus wollte. Nun, ich habe dir ein sogenanntes Triggerwort gegeben. Trigger kommt aus dem Englischen und bedeutet auslösen. Das heißt, in unserem Fall soll die Information, dass es sich um ein rechtwinkliges Dreieck handelt, sofort auslösen, dass du damit den Satz des Pythagoras verknüpfst. Außerdem habe ich dir die Kathetenlängen gegeben. Daraus sollst du schließen können, dass ich von dir die Länge der Hypotenuse wissen will. Überlege dir zunächst eigens, wie du dir so eine Textaufgabe vorstellen könntest. Dann können wir vergleichen. Ich gebe dir nun ein Beispiel, wie meine Geschichte als Textaufgabe geschrieben werden könnte. Lauras Weg nach Hause führt den Park entlang. Sie folgt dem Weg nach Westen 288 Meter, macht dann eine rechtwinkelige Drehung nach links und folgt dem Weg noch 34 Meter nach Süden. Eines Tages möchte sie gemeinsam mit ihrer Freundin diesen Weg gehen, als diese zu ihr sagt: "Lass uns doch quer durch den Park gehen. Der Weg ist viel kürzer." Hat die Freundin recht? Du kannst hier nun die wichtigsten Informationen, die gegeben sein müssen, sehen. Wir haben das Triggerwort mit rechtwinkelig und die Kathetenlängen zu 288 Metern und 34 Metern. Glückwunsch! Du hast nun eigens eine Textaufgabe erstellt. Das sind eigentlich Lehrerinnen- und Lehreraufgaben. Du kannst also mächtig stolz auf dich sein. Vielen Dank, dass du dir mein erstes Video in diesem Lernzyklus angeschaut hast. Ich hoffe, du konntest etwas dabei lernen. Falls du neugierig bist, wo im Alltag der Satz des Pythagoras noch von Bedeutung sein könnte, dann sieh dir gern mein nächstes Video an. Ich verrate nur so viel. Es geht um Tennis. Also dann, ich freue mich. Bis bald!